Hallo und herzlich willkommen zu Bremer Sport TV, Ihrer Breitensportsendung auf Radio Weser TV. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. In unserer 232. Sendung haben wir ganz viele verschiedene Dinge auf der Karte. Eines davon ist Einradfahren beim TV Lilienthal. Darüber hinaus bereiten wir die Ereignisse vom Lotto-Pokalfinale mit Ihnen auf. Und ein neuer Verein, FUMS United, wird auch noch Thema bei uns sein. Die Nachrichten kommen von Bona Chun und los geht's mit dem Beitrag über Rennradtraining beim Radclub Bremen. Die Trainingsfahrt führte von uns von Bremen-Borgfeld bis nach Wilsberg und zurück. Frank Harris, Simon und Heiko Lobeck waren für Sie dabei. Eine sympathische Truppe, die ich mir heute ausgesucht habe, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich bin zu Gast beim RCB. Sie haben schon gesehen, beim Radclub Bremen. Eine tolle Truppe, die sich hier montagsabends in Borgfeld trifft. Hinter mir haben wir die Grundschule. Dort stehen wir jetzt bei bestem Wetter und haben eine Ausfahrt über 50 Kilometer. Kommt das hin? Ja, ungefähr 50 Kilometer verfolgt. Wir zeigen Ihnen erstmal ein paar Bilder. An einem wunderschönen sonnigen Montagabend haben wir den RCB bei einer Trainingseinheit durch die Wümmeliederungen begleitet. Die Fahrt führte uns von Borgfeld vorbei an Fischerhude nach Quellkorn. Weiter ging es durch Buchholz und Otterstedt nach Wildstedt. So sieht das aus, wenn der Radclub Bremen montagsabends ausfährt. Treffen ist immer um 18.30 Uhr hier an der Borgfelder Schule. Und von dir würde ich gerne wissen, wie lange macht ihr das denn schon? Kann ich gar nicht genau sagen. Also ich bin schon vor meiner Zeit gestartet. Ich denke mal so ab 2017 ungefähr hat es begonnen im kleinen Kreis. Ist mit den Jahren immer gewachsen. Teilweise in der Saison sind bis über 120 Personen hier anwesend gewesen. Ist aber jetzt aufgrund der Corona-Saison eingebrochen. Und wir haben jetzt dann nur vereinsintern das gestartet aufgrund der Datenhinterlegung der Teilnehmer ist halt einfacher für uns. Und wenn das wieder offen geht, dann werden wir dann gerne wieder eingeladen, auch wieder für Externe hier teilzunehmen. Das heißt, hier kann eigentlich jeder hinkommen, der montags abends Lust hat, ein bisschen Rad zu fahren. Genau. Das ist in normaler Weise, heute war nur eine Gruppe. So, wenn das wieder ein bisschen offener ist, dann haben wir teilweise bis zu 4, 5 Gruppen, angefangen mit einer Einsteigergruppe, die so sagen wir mal, die fahren können, Handzeichen geben können. Sich ein bisschen im Feld bewegen können. Bis zur nächsten Truppe ist dann so ein bisschen was Sportliches, bis 30 km/h, dann 33 km/h und dann 36 km/h im Schnitt, Durchschnittgeschwindigkeit. Diese Runde. Ja. Also alle fahren dieselbe Runde. Jetzt habe ich hier ganz viele unterschiedliche Gesichter gesehen, die aus unterschiedlichen Jahrgängen kommen. Und hinter mir steht, glaube ich, die Jüngste, die gar nicht interviewt werden möchte. Mache ich trotzdem mal. Wie lange fährst du denn hier schon mit? Ja, und jetzt nach Corona ist es das erste Mal wieder gewesen. Von daher, davor habe ich schon ab und zu mal mitgefahren, genau. Und wenn du montags nicht hier fährst, was machst du sonst noch für einen Radsport? Ach, man kann ja auch alleine ab und zu fahren. Von daher, wenn man sich in kleineren Gruppen zusammensammelt, mit 2 bis 3 Leuten, ging das jetzt auch in Corona-Zeiten ganz gut. Von daher Privatradsport, ja. Hier sehen wir die Pedalritter am Ortsausgang von Wildstedt Richtung Bremen. Dort an der Tankstelle haben sie eine kurze Pause eingelegt. Musik.
Nach einer kurzen Rast ging es von hier aus zurück nach Borgfeld. Der Rückweg führte über Huxfeld und Meinershausen. Björn, ich habe jetzt eine Trainingsfahrt gesehen, die war schon nicht schlecht. Durchschnitt 32 oder was mehr? Also wir haben gerade uns darüber unterhalten, wir haben ungefähr einen 34er Schnitt mit Anfahrt. Also waren wir vielleicht ganz leicht drüber 35. Aber haben wir auch gerade eben gesagt, das liegt daran, dass die Gruppe heute relativ geschossen und immer gleichmäßig schnell gefahren ist. Also gerade auch in der Anfangsphase haben wir echt darauf geachtet, immer gleiches Tempo zu fahren. Am Ende franzt es immer ein bisschen aus, weil der eine oder andere mehr Druck hat als der Rest. Aber im Prinzip, ja, ist es so. Für diejenigen, die mit den Zahlen nichts anfangen können, 34 heißt Durchschnittsgeschwindigkeit 34 Stundenkilometer. Wann geht es denn wieder mit den echten Rennen los? Hoffentlich bald. Ein paar Rennen finden ja jetzt schon statt, hier und da. Viel auch jetzt im Ausland. Holland, Dänemark gab es jetzt schon ein paar Rennen. In Deutschland ist ja sowieso schwierig. Sowieso, also Hobbyrennen, Jedermannrennen, ganz schwer. Auch Genehmigungsverfahren sind da immer sehr kompliziert. Das ist für die Vereine richtig schwer. Wir haben hier vom RCB aus eine bremenweite OBKM-Serie. Das steht für offene Bremer Kriteriumsmeisterschaft. Die ist seit Jahren etabliert. Da geht es um Rundenrennen, die ungefähr 1 Kilometer Runden haben. Das wird sehr gut angenommen hier, relativ leicht zu organisieren und eben wie gesagt in der Bremer Szene ist das sehr gut angenommen. Da hoffen wir drauf und da hatten wir auch schon Highlights auf der Teststrecke bei Mercedes-Benz, dass die uns nochmal raufgelassen haben und da, dass man ein Rennen fahren durfte, leider beim letzten Mal im strömenden Regen. Der RCB, der Radclub Bremen, ist noch kein ganz alter Verein, im Grunde genommen sogar ein ganz junger Verein, denn ihr habt euch wann erst gegründet? Meines Wissens im Jahre 2007. Finde ich spannend. Wie passiert sowas? Auch wiederum meines Wissens hat es sich aus dem Team SWB, einer Ausgründung des damaligen Rennteams der Rennradgemeinschaft Bremen, entwickelt und die haben den Radclub Bremen gegründet. Das heißt, ein paar Leute stehen hinterher zusammen, trinken sich eins, isotonische Getränke und sagen, das müssen wir wiederholen, das müssen wir häufiger machen, wir gründen jetzt mal einen Radclub. Ungefähr genau. So könnte es gewesen so sein. So läuft es, genau. Satzungen machen und solche Dinge, wunderschöne Sache. Ja, die Deutschen sind bekannt für ihre Vereine. Was bietet ihr denn heute alles an? Wir stehen montags jetzt in Borgfeld zum Radrennen, zum Radfahren. Was macht ihr sonst noch? Also wir sind auch Teil der sogenannten offenen Kriteriumsmeisterschaft, die im Sommermonaten stattfindet, aber nicht nur durch den Radclub Bremen, sondern durch den VC Fegesack oder auch die Rennradgemeinschaft Bremen, die machen das zusammen. Also eine Kriteriumsmeisterschaft, die dann, glaube ich, 6-mal stattfindet im Sommer. Trennt ihr zwischen Jugend und Senioren? Im Verein hier bei uns haben wir etwas zu wenig Jugendliche, aber wir trennen das höchstens im aktiven Bereich, wo Jugendtrainer bei uns mit ein paar Leuten fahren. Aber wir sind da noch ausbaufähig. Das Training an diesem Montagabend neigt sich nun dem Ende entgegen. Und damit gehen wir zurück ins Studio. Bremer SV empfängt Bayern München im Weserstadion. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen der Bremer SV und der FC Bayern München aufeinander. Anstoß ist am 6. August um 20.45 Uhr im Weserstadion. Die Partie wird im Free TV gezeigt. TuscoMet Aston feiert 125-jähriges Jubiläum. Das Vereinsjubiläum wurde vergangenen Monat mit einem Festakt gefeiert. Vereinsvorsitzender Andreas Frohm begrüßte dabei unter anderem Sportsenatorin Anja Stahmann. Der TuscoMet Aston entstand 2006 durch Zusammenschluss des TuS Aston und des VfB Comet. Ihm gehören aktuell fast 2000 Mitglieder an. Und auch der Landessportbund Bremen feiert ein Jubiläum. Am 6. Juli 1946, also vor 75 Jahren, wurde der heutige LSB als Bremer Sportverband gegründet. Der Landessportbund
ist Dachverband für rund 395 Sportvereine und knapp 50 Sportfachverbände aus Bremen und Bremerhaven. Dem LSB gehören 151.000 Mitglieder an. In der Weserliga turnen derzeit 8 Mannschaften aus 4 Vereinen. An 4 Wettkampftagen geht es um Punkte für die Mannschaftswertung. Liga-Obmann Wolfgang Koschuch teilte die Mannschaften zu Beginn an den Geräten Boden, Barren und Reck ein. 1860. Bitte an die Geräte, wir fangen sofort an. Pro Verein kommen die 4 besten Turner in die Wertung für die Mannschaft. Hier am Boden sehen wir Pablo Bruzio vom TV Groen, der 14,75 Punkte für sein Team erreichen kann. In Bremen nur 4 Vereine mit insgesamt 9 Mannschaften, die sich in dieser Weserliga im männlichen Bereich arrangieren. Wir hatten ja früher mal in Bremen Landesliga bzw. Bundesliga-Turnen, das ist eingeschlafen. Und viele Vereine sind nur im Verborgenen. Das hat sich eingeschlafen einfach. Und nun haben wir versucht, seit 2000 diese Weserliga aufzubauen wieder, um die aus dem Verborgenen wieder rauszukriegen. Ja. Nur viele Vereine mögen einfach diesen ganzen Aufwand, was beim Geräteturnen da ist, einfach nicht machen. Sportarten spielen ist einfacher zu trainieren, behaupte ich einfach mal. Wenn du Jungsturnen hast, musst du auf jeden Einzelnen eingehen, auf jeden Einzelnen seinen Körper, seine Spannung. Ja. Da gehört unheimlich viel Arbeit zu, für jeden einzelnen Sportler, den mal richtig so ranzunehmen. Und dafür behaupte ich mal, scheuen viele vor. Weil in Bremen nichts angeboten wird fürs Jungsturnen, haben der damalige Oberturnwart vom Turnkreis Bremen-Nord und meine Wenigkeit gesagt, wir lehnen uns mal an diese Weserliga-Mädchen an und gründen auch einen Verein. Weserliga, um dieses aus dem Verborgenen rauszuholen. Und der Erfolg gibt uns recht. Wir haben 4 Vereine, 50 Jungs, die regelmäßig turnen. Und die haben früher von der untersten Stufe, teilweise turnen sie schon die höchste Stufe, auch die leistungsmäßig hervorragend sich entwickelt. Für den Kreissportbund Bremen-Nord erhielt der TV Groen die Auszeichnung. Dieser Verein macht seit Jahren mit Geräteturnen auf sich aufmerksam. Der TV Groen war zum 3. Mal jetzt dabei für die Auszeichnung. Und es ist jedes Mal ein fantastisches Ambiente, dort ausgezeichnet zu werden. Und es motiviert unwahrscheinlich weiterzumachen. Mhm. Und für meine Jungs ist es natürlich eine Motivation, dass dieses anerkannt wird. Für den Gesamtverein natürlich auch, dass andere Abteilungen natürlich auch sich noch mehr in die Jugendarbeit einbringen, als sie schon machen. Und unsere Abteilung ist einmal, die am meisten macht, über Training, Wettkämpfe, Veranstaltungen, Übernachtungen, Schwimmfahrten, wir gehen bouldern, kegeln und allen drum und dran, um die Jugendlichen auch ein bisschen ranzukriegen. Das macht unheimlich viel Spaß und das kommt bei den Kindern auch sehr gut an, um auch die Kinder zu halten im Verein. Ich habe das große Glück gehabt, dass in meiner Jugendabteilung habe ich 3 Jungs gehabt, die sind mit 6 bei mir angefangen zum Turnen, sind bis heute dabei geblieben, teilweise jahrzehntelang, sind heute selbstständige Übungsleiter, Trainer, Kampfrichter, Betreuer und wir 4 als Quartett machen die gesamte Arbeit. Das ist fantastisch. Sind auch alle in Bremen geblieben, im Studium, so konnte ich sie immer auf die zurückgreifen. Der TV Groen war am 25. Januar Ausrichter des 2. Wettkampftages der Weserliga bei der männlichen Jugend. 32 aktive Turner aus 3 Bremer Vereinen traten mit insgesamt 5 Mannschaften an. Organisator der männlichen Jugend der Weserliga ist Wolfgang Koschuch, der auch an diesem Tag die Wettkampfregie führte. Heute wird an 3 Geräten in der Halle gleichzeitig geturnt. Dies sind 2 der insgesamt 6 Kampfrichter, die die Übung bewerten mussten. Als nächstes sehen wir Ole Bullert vom TV Groen bei seinem Lieblingsgerät, dem Barren. Hier turnt er den Schwierigkeitsgrad 8. Wolfgang Koschuch gründete einst die Weserliga im Turnen, damit auch diese Sportler sich in Wettkämpfen messen können. Ich kam erst leider mit 18 zum Sport. Da war ich beim Training und der Übungsleiter ist ausgefallen und er dachte zu mir, kannst du mal meine Gruppe übernehmen, weil ich der einzige Erwachsene war. Und dann habe ich es mal übernommen, dann zog ich lang hin, nach einem Posten zum anderen. Ja, kannst du mal hier helfen, kannst du mal da helfen? Ja, und nun habe ich diverse Aufgaben, Funktionen und wie auch immer. Warum macht hier der TV Groen jedes Jahr mit beim Fegesager Kindertag? Es macht einerseits Spaß, den Kindern was zu bieten, die Jungs können sich präsentieren. Und man sieht ja, wenn wir das Airtrack hier haben, wenn wir es ausgeliefert haben, der Andrang ist riesengroß, das macht unwahrscheinlich Spaß für uns. Man lernt viele Leute kennen, man wird angesprochen von den Eltern, von Fremden und so weiter. Man kann Werbung für den eigenen Verein machen, für die eigene Sportart und es passt alles wunderbar zusammen. Und jetzt kommt die Rolle rückwärts im Bremer Sport TV. Na
Nun, liebe Zuschauer, habe ich den Mann im Interview, der in Bremen eindeutig bewiesen hat, dass Turnen nicht nur etwas für Mädchen ist. Moin und herzlich willkommen, Wolfgang. Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich. Was sagst du denn zu dem Vorurteil, dass Jungs eigentlich gar keine Lust auf Turnen haben? Das ist in meinen Augen dummes Zeug, weil viele behaupten einfach, das wäre eine Mädchensache. Aber wir haben den Jungs ja bewiesen, wenn sie bei uns in die Halle reinkommen, sie können zum ersten Mal ein Salto machen, Flickflack oder ähnliche Sachen und das in der Schule an ihren Kameraden weitergeben und zeigen, was sie alles können, dann sind die erstaunt und sagen, oh toll, das stimmt ja gar nicht mit den Mädchen. Welchen Anreiz schafft ihr denn beim Training, um die Jungs quasi anzulocken? Einmal natürlich ein abwechslungsreiches Programm. Wir machen ein lockeres Aufwärmprogramm. Wir machen zum Anfang, zum Schluss auch ein paar Spiele dabei. Und dann versuchen natürlich die Kinder langsam an die verschiedenen Übungen ranzuführen. Das beste Erlebnis ist, wenn die in die Halle reinkommen, eine gewisse Sache nicht konnten und am Ende der Stunde können sie das plötzlich. Ja, das ist die Begeisterung dabei. Du bist ja jetzt mittlerweile 50 Jahre im TV Gron. Wie sieht denn deine momentane Arbeit in dem Verein aus? Na gut, ich bin wieder einmal Abteilungsleiter Gerätturn männlich, mache dort die gesamte Mitgliederverwaltung und auch den Ehrungsausschuss und organisiere die ganzen Wettkämpfe, Veranstaltungen und Ähnliches. Du hast die Weserliga für Jungen ja auch ins Leben gerufen. Wie sieht es dort mit der Konkurrenz aus? Wie viele Vereine in Bremen bieten Turn auch auf Turnierebene an? Ja, momentan sind wir in der Weserliga nur mit zwei Bremer Vereinen. Das ist Bremen 1860, mein Verein, und Ritterhude. Die sind dabei. Früher waren wir mit sechs Vereinen, nur die haben nach und nach alle aufgegeben. Und in Bremen gibt es praktisch nur noch unsere beiden Vereine, 1860 und mein Verein, die aktiv an Wettkämpfen teilnehmen. Die anderen Vereine daddeln so ein bisschen vor sich hin, aber nicht so aktiv, wie wir das machen. Dann ist die Konkurrenz ja relativ überschaubar, wenn du das so erzählst. Gibt es denn die Möglichkeit, über die Weserliga hinauszukommen? Für uns nicht. Wir wollten früher auf Landesebene auch mal Landesmeisterschaften mitnehmen und Ähnliches. Aber leider ist der Bremer Turnverband nicht so weit, dass sie auch für Jungs was ausschreiben. Hatte ich nur für Mädchen, leider nicht für Jungs. Deswegen ist für uns diese Möglichkeit nicht gegeben, dass wir weiterkommen. Und in Bremen selber wahrscheinlich dann ja auch nicht, oder? Nein, auch nicht. Leider. Gibt es denn die Möglichkeiten, irgendwie was daran zu verändern? Oder wie ist da der Stand der Planung? Innerhalb in Bremen ist die Möglichkeit nicht gegeben. Man könnte sich an Niedersachsen anschließen, dort ebenfalls in den Verein mit eintreten und die Ligen mit aufzusteigen, aber das ist momentan noch kein Gespräch. Du hattest gerade eben angesprochen, dass du ja auch noch aktiv als Trainer im Verein tätig bist. Du bist dann ja wahrscheinlich auch selber mal zum Turnen irgendwann gekommen, oder? Wie ich manchmal sagte, ich bin als Kind nie im Verein gewesen. Ich bin durch Zufall nach der Bundeswehrzeit dahin gekommen, habe also keine Erfahrung gehabt, weder meine 40 Jahre im Schwimmen, noch mein Gerätturnen. Ich muss mir alles immer selbst beibringen. Das ist unheimlich schwierig, wenn man das selbst nicht gemacht hat, den Kindern das zu vermitteln. Aber Gott sei Dank habe ich Kontakte zu anderen Vereinen, die mich da tatkräftig unterstützt haben. Und dementsprechend habe ich auch viele Lehrgänge mitgemacht, so nach und nach mich alles erarbeitet. Das hört man ja aber tatsächlich selten, dass jemand jahrelang Trainer gewesen ist, oder jetzt, du bist ja immer noch Trainer, und die Sportart eigentlich selbst gar nicht ausgeübt hat. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du auf einmal beim Turnen gelandet bist? Ganz einfach, wir hatten in TV Gron schon immer eine Turngruppe, auch vor meiner Zeit. Nur der Trainer hat aufgehört. Ich wurde mal gefragt, hast du nicht mal Lust, das noch zu machen? Und Turnen hat mich schon immer interessiert, auch im Fernsehen. Deswegen bin ich mal in die Gruppe reingestiegen. Das hat mich irgendwie auch begeistert, wie die Kinder da am Reck geturnt haben, am Barren und Ähnliches. Da bin ich da hängen geblieben und habe dann diese Gruppe, die Wettkampfgruppe, aufgebaut. Und jetzt trainiere ich ja praktisch nicht nur die Wettkampfgruppe, sondern hauptsächlich den Nachwuchs und führe diese Nachwuchsgruppe an den Wettkampf ran. Und wie ist es dann zu anderen Trainern im TV Gron gekommen? Da hattest du ja im Vorgespräch auch noch was Witziges berichtet. Vielleicht magst du es den Zuschauern auch nochmal erzählen. Ja, ich habe zum Beispiel drei Trainer, zwei sind noch, einer ist noch dabei, sind alle drei bei mir als Kinder angefangen zu turnen. Der eine, der jetzt dabei ist, ist seit über 25 Jahren bei mir. Die anderen beiden sind über 20 Jahre bei mir geblieben, weil denen das unheimlich viel Spaß gemacht habe. Ich habe die auch als Kinder natürlich turnen lassen und nach an die Helfer arbeiten, Lehrgänge
und Trainer habe ich sehr langsam rangeführt. So haben sie mich tatkräftig unterstützt dabei. Und anschließend habe ich noch zwei andere Trainer bekommen, die aus dem Milieu kamen, die mich jetzt unterstützen. Man könnte eigentlich sagen, du hast dir die eigenen Trainer herangezüchtet von Kind auf. So ungefähr, ja. Hat unheimlich viel Spaß. Auch mit denen habe ich heute noch Kontakt, die nicht mehr dabei sind. Aber die sind bei uns in der WhatsApp-Gruppe noch mit drin. Die kriegen also alle Informationen, die wir haben. Und mein anderer Trainer, der die Leistungsgruppe noch mittrainiert, der ist auch für zuständig für Organisation, Urkundenerstellung und Ähnliches, ist als Kampfrichter im Einsatz und ist auch heute noch dabei. Das klingt wirklich gut. Wolfgang, was mich zu allerletzt noch interessieren würde, worauf bist du besonders stolz, wenn du auf deine Arbeit zurückblickst? Dass ich praktisch ja 50 Jahre lang im Verein bin, dass die Kinder alle mitziehen, die sportlichen Erfolge, aber auch, dass die Eltern sich oft bei mir melden und sich bei mir bedanken, dass ich ihre Kinder von der Straße geholt habe, dass ich einige Kinder, die so ein bisschen außen vor waren, mit ihren Ausdrücken auch so ein bisschen das soziale Gefüge rangeführt haben. Was für mich auch beim Training sehr wichtig ist, dass sie auch sich nicht so daneben benehmen, dass sie keine Fäkalausdrücke haben und Ähnliches. Und da bedanken sich bei mir die Eltern sehr oft. Und das finde ich die beste Belobigung. Das kann ich mir vorstellen. Ich würde sagen, dann auf die nächsten 50 Jahre beim TV Kron und als Turntrainer. Wolfgang, vielen herzlichen Dank für das Interview und dass du dir heute die Zeit genommen hast. Dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche noch alles Schöne und alles Gute. Dankeschön. Wie viele Meter schaffen Sie eigentlich unfallfrei auf einem Einrad? Es gibt tatsächlich Menschen, die mehr als 2 oder 3 Meter damit schaffen und in Wettkämpfen sogar in unterschiedlichen Disziplinen. Werner Bartsch zeigt es Ihnen. Zum zweiten Mal veranstaltet die Einradabteilung des TV Lienthal hier auf dem Universitätssportgelände einen Einradtag, bei dem unterschiedliche Disziplinen erfüllt werden müssen. Gleich beginnen hier die 100-Meter-Läufe und das schaue ich mir mal an. Weil das ist ja jetzt U16. Circa 50 Jugendliche hatten sich zum Einradtag auf der Hochschulsportanlage eingefunden. Und das waren meistens Mädels. Die Sieger der einzelnen Rennen haben sich dann für das Finale qualifiziert, welches wir Ihnen leider nicht zeigen können. Und dass bis zum letzten Meter gekämpft wurde, konnte man an diesen Bildern gut erkennen. Ich habe dich eben beobachtet beim 400 Meter Schnellfahren. Du hast das gewonnen. Was ist das Schwierige beim Schnellfahren? Ja, man darf nicht umfallen und damit das nicht geschieht, muss man die Oberschenkel an den Sattel zusammendrücken und nicht so viele Kurven fahren. Wer hat dir denn diese Tricks verraten? Günther, unser Trainer. Habt ihr einen guten Trainer? Ja. Und die Trainerin kann das auch gut? Die übt es noch ein bisschen, aber ist auch schon recht weit. Aber sie kann euch erklären, was ihr machen müsst und so, ja, ne? Und ich habe gehört, in Tiddinghausen bei euch, ihr macht hauptsächlich auch Zirkus, ist das richtig? Ja. Oder ist das eine ganz andere Abteilung? Nee, also Zirkus ist immer vor dem Einradhockey und ich bin vom Zirkus ins Einradhockey gekommen. Und im Einradhockey seid ihr, glaube ich, auch ganz gut, ne? Ja, also die eine Mannschaft, die größeren sind jetzt auch schon in der Liga, aber wir noch nicht. Finja, hab dich eben beim Slalom beobachtet. Was ist das Schwierige dabei? Die Kurven vor allem, also die zu kriegen, nicht zu weit nach außen auszuweichen. Ja. Dem einen liegt ja mehr Linksdrall, dem anderen mehr Rechtsdrall. Ist das egal, oder? Aus meiner Sicht schon. Also ich habe da nicht so eine Lieblingsseite. Aber ihr trainiert sowas nicht extra bei euch, oder? Nee, also manchmal fahren wir zum Aufwärmen einen Parcours oder so, aber jetzt nicht spezielles Training. Und ich habe gelesen, ihr kommt zum Zirkus Tuvabuhu in Fegesack. Was ihr heute macht, das ist für euch Ausgleichssport oder trainiert ihr da extra für? Nee, also dafür trainieren wir nicht. Das ist eigentlich so, dass wir es noch nie wirklich gemacht haben. Was habt ihr noch Großes vor in diesem Jahr? Habt ihr noch irgendwelche große Events geplant? Wir hoffen mal, dass unsere Weihnachtsgala wieder stattfindet. Also wir haben einmal im Jahr eigentlich eine große Show, eine Weihnachtsgala. Und wir hoffen mal, dass das alles stattfinden kann. Das ist dann immer so das große Event im Jahr.
soll ja auch noch so ein Zirkusfestival geben zum Herbst oder Spätsommer, ist das richtig? Ja, genau. Also dieses Jahr findet nur ein kleines Festival statt, im nächsten Jahr dann groß mit internationalem Austausch. Du kommst vom Einrad-Zirkus auch Tillinghausen, aber ihr macht nicht nur Zirkus, ihr habt eine ganz, ganz starke Einradabteilung. Ist das richtig? Ja, wir haben einen großen Kinderzirkus und das Wichtigste, das wir machen, ist Einradfahren. Und wir haben jetzt auch seit drei Jahren schon, machen wir auch Einradhockey im Verein. Und ja, haben da einen guten Zulauf und den Kindern macht es Spaß, ist super. Der Vorteil ist ja auch bei euch, bei dir, du kannst den Kindern das vormachen, wie es geht. Nicht? Es gibt ja auch Trainer, die das selber nicht können und dann ist das natürlich auch ein gewisser Heimvorteil, oder? Ja, ich mache das schon ein bisschen länger, deswegen kann ich das ganz gut und ich spiele auch noch mit. Obwohl ich eine eigene Mannschaft habe, die ja hier in Bremen und in Bochum sitzt. Aber natürlich kann ich denen das zeigen und auch vorleben, sage ich mal. Wie man das dann, ich denke, dass sie es richtig machen sollen. Und das geht ganz gut. Und wir haben viel Spaß zusammen. Wenn ich richtig informiert bin, du bist auch einer der Ersten, der in Bremen mit Einradhockey an der Uni angefangen hat. Oder ist das nicht ganz richtig? Oder wer war der Erste? Doch, wir haben zusammen damals, haben uns das zeigen lassen. Das war 1990 auf der Jonglier-Convention in Oldenburg der Großen. Da wurde uns das gezeigt und seitdem haben wir in Bremen eine Einrad-Hockey-Gruppe. Und wir haben auch angefangen, dann Turniere zu organisieren bei uns und in anderen Städten und waren also von Anfang an dabei fast. Also es gibt nur eine Handvoll Leute in Deutschland, die das länger machen als ich. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr so das nächste Turnier habt, denn lass das Bremer Sport-TV mal wissen und dann schicken wir mal ein Team vorbei und nehmen mal so ein Einrad-Hockey-Turnier auf. Sehr gerne. Also wir freuen uns immer, wenn sich Leute dafür interessieren und das angucken wollen, weil es auch ein sehr spannender und schöner Sport ist. Ja, also auf alle Fälle. Wir haben bald ein Freundschaftsturnier, ein kleines, aber ab August werden wir auch wieder Turniere machen mit Mannschaften aus ganz Deutschland, wo dann richtig Hockey gespielt wird und man schön zugucken kann. Du hast eben eine Übung, Einrad Freestyle gemacht, ich glaube, so heißt das. Erklär mir das mal genau, was hast du gemacht, wie heißt das? Einrad Freestyle ist der Oberbegriff und das, was ich eben gemacht habe, war Wheelwalk und Einbein-Wheelwalk. Man nennt das auch Radlauf, also da läuft man eben mit den Füßen auf dem Reifen und wenn man das gut kann mit beiden Füßen, kann man auch sozusagen den einen Fuß weglassen und dann macht man es nur mit einem Fuß. Ist es denn schwer, sowas zu lernen, oder? Ja, also das dauert schon seine Zeit. Am Anfang übt man das meistens so am Kasten, dass man eben noch Stützen hat. Und dann probiert man eben immer weiterzukommen und dann wird man auch sicherer. Oder man übt das zu zweit, dann geht das auch noch einfacher. Und eure Trainerin, kann die euch das zeigen oder kann sie euch das nur erklären? Genau, die zeigt uns das immer und dann gibt sie natürlich auch immer Hilfestellung. Und genau, dann sehen wir immer einmal, wie das klappt. Und sonst können wir eben auch nochmal nachfragen. Und ja, gibt eben so Tipps und Tricks und dann gibt sie uns auch Hilfestellung. Und ihr habt auch den Ehrgeiz, das dann unbedingt zu lernen. Genau. Und oft brauchen wir dann sowas auch für die Choreografie oder es ist schön, wenn alle das können. Und dann ist natürlich auch der gewisse Ehrgeiz da, das dann auch zu schaffen. So, ich habe dich eben beobachtet beim Langsamfahren. Was ist die Schwierigkeit beim Langsamfahren? Ja, dass man nicht vom Brett runterfährt. Das ist das Schwierigste, weil du darfst ja nicht ausweichen, man muss auf den Brettern bleiben und das ist gar nicht so einfach. Man versucht zwischendurch auf der Stelle ein bisschen stehen zu bleiben, sich auszubalancieren, das kann man auch nicht ewig. Also ich meine, ich hätte gelesen zu haben, es gibt ja auch eine Disziplin, stehen bleiben auf so einem Brett, 50 cm lang, 20 cm breit, da ist glaube ich der Weltrekord über eine Stunde. Ja. Ist das richtig? Das ist richtig. Also ich kann nicht so lange stehen bleiben. Ich kann es nicht. Das ist nicht meine Disziplin. Was ist denn deine Spezialität? Freestyle. Einrad. Da ist eine Wespe. Einrad Freestyle. Genau. In allen Variationen. Genau. Aha. Das ist eher was als langsam fahren, schnell fahren. Mach mal einen Aufruf. Warum sollte man Einrad fahren? Was ist da so toll dran? Beim Einradfahren gibt es sehr viele Variationen, es gibt viele verschiedene Disziplinen. Es gibt Schnellfahren, es gibt Langsamfahren, es gibt Trial mit Hüpfen, es gibt Downhill, Uphill durch den Wald und Freestyle und man lernt immer dazu. Man hat nie ausgelernt. Und wo sind die Jungs hier heute? Ich sehe keine Jungs, ganz wenige. Also ein ganz paar habe ich hier gesehen. Also ich glaube,
die Frauen überwiegen, die Frauen und Mädchen überwiegen hier den Einradsport. Aber die Jungs machen mehr draußen, glaube ich, ja, nicht? Ja, die machen mehr so Flatland und Trial mit den dicken Reifen, mit Hüpfen und Rad unter einem drehen und sowas machen die gerne. Malte Vögel vom TV Lilienthal hat den Einradtag organisiert, ist Mädchen für alles und hat den einen oder anderen Wettbewerb auch noch selbst mitgemacht. Das war eine ganz tolle Veranstaltung mit vielen, vielen knappen Rennen, wo auf den letzten Metern noch die Führenden eingeholt wurden. Hat großen Spaß gemacht. Es war auch ganz toll, dass die Sonne wieder rauskam. Dementsprechend eine sehr gelungene Veranstaltung. Und was habt ihr als Verein in der Halle weiter vor? Liegt demnächst noch mal was Größeres wieder an? Wir freuen uns schon auf die Einrad-Hockey-Saison, die nach dem Sommer dann wieder startet. Und bis dahin gehen wir dann sozusagen in die Sommerpause. Aber ab August, also direkt nach den Sommerferien, geht es dann ja auch schon wieder los. Dann würde ich sagen, wenn eure Spieltage beginnen und ihr habt einen Spieltag hier in Lilienthal, dann sagt mal bei Bremer Sport TV Bescheid, kommen wir vielleicht vorbei. Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Wir würden uns freuen. Fußball macht Spaß oder in Kurzform FUMS. So nennt sich auch ein neuer Bremer Sportverein. Florian Dietrich und Jörn Rehfeld haben sich das Training für Sie mal angeschaut. FUMS schreibt man FUMS und bedeutet Fußball macht Spaß. Wurde gegründet als Online-Magazin von Kurt Sauer, ist schon 7-8 Jahre her. Und ja, jetzt mittlerweile haben wir einen eigenen Fußballverein, FUMS United. Und ja, wir sind jetzt hier am Bremer SV beim Panzenberg zu Hause. Das war Daniel Hörmann, einer der neun Menschen, die im Mai den Fußballverein FUMS United gegründet haben. FUMS, das ist ein Internetportal, das seit 2014 satirisch und humorvoll die aktuellen Entwicklungen im Profifußball begleitet und deutschlandweit eine große Reichweite hat. Diese Strahlkraft wollte man bei FUMS nutzen, um sich sozial zu engagieren und aktiv für Vielfalt, Toleranz und einen herkunfts- und altersübergreifenden Austausch einzustehen. Ich glaube, in jeder Kneipe ist das mal, ist diese Idee mal zustande gekommen und wir haben es jetzt einfach gemacht. Wir haben mit dem FUMS-Team gemerkt, dass wir Lust haben auf ein größeres soziales Projekt. Wir haben in der Vergangenheit schon viele kleinere soziale Projekte unterstützt, aber jetzt haben wir einfach Lust gehabt, ein eigenes großes soziales Projekt zu machen. Ein soziales Projekt im Rahmen eines Fußballvereins. Das bedeutet bei FUMS United eine Damen-, eine Herren- und eine Inklusionsmannschaft, die Sie hier gerade sehen. Der 26-jährige Sam Bohnhorst ist ein Transmann, hieß früher einmal Lisa und zieht nach dem zweiten Training eine positive Bilanz. Ja, wir haben letzte Woche schon angefangen, uns kennengelernt und haben auch ein bisschen miteinander gespielt. Und das sieht eigentlich alles gut aus. Weil ein Großteil der Gründerinnen und Gründer einen Bezug zur Hansestadt haben oder in ihr wohnen, fiel die Wahl schnell auf Bremen. Mit dem Bremer SV fand FUMS United einen Verein, der sich mit gleichen Werten identifiziert. Mit dem BSV waren wir total schnell auf Augenhöhe und haben dieselben Werte. Wir haben jetzt zum Beispiel auch, als die Regenbogenflagge gerade das ganze Thema so groß wurde beim Spiel Deutschland gegen Ungarn, haben wir auch einen Tag später hier eine riesige Regenbogenflagge gehisst am Panzenberg, um ja, auf Vielfalt, auf eine bunte Gesellschaft aufmerksam zu machen. Und da hat man auch direkt gemerkt, dass das zwischen diesen beiden Vereinen sehr, sehr gut passt. Sportliches Aushängeschild des Vereins ist die erste Herrenmannschaft, die Mehmet Dingschi gemeinsam mit Alkan Yücel trainiert. In seiner Trainerlaufbahn sammelte Mehmet Erfahrungen bei GSV Hippokratis und OT Bremen. Seine Spieler kennt er durch und durch, denn fast alle hat er schon einmal trainiert. Mein Ziel ist definitiv Aufstieg. Ich will nicht so großkotzig reden, aber mein Ziel ist Aufstieg und das habe ich auch als Ziel angegeben bei der Mannschaft und ich glaube mal, dass wir es packen werden. Ebenfalls anpacken beim Aufstieg in die Kreisliga C möchte Konstantinos Tsipoulanis. Werte wie Vielfalt und Toleranz haben ihn überzeugt, Mitglied der ersten Stunde zu werden. Als mir das Projekt vorgestellt worden ist, wurde natürlich der soziale Aspekt im Vordergrund gestellt. Wir trainieren zum Beispiel zeitgleich montags mit der Inklusionsmannschaft. Es wird, glaube ich, auch eine Frauenmannschaft jetzt auf die Beine gestellt. Und das gefällt mir auf jeden Fall und wir versuchen auch drumherum ein paar Projekte zu starten, zu helfen, wo wir können. Und ja, sportlich gesehen sind wir trotzdem ambitioniert, haben gute Kicker und dann wollen wir einfach mal kicken. FUMS United ist ein Verein für alle Menschen.
Wenn Sie Lust bekommen haben, in einer der drei Mannschaften mitzuspielen, dann öffnen Sie doch mal die eingeblendete Website und vielleicht spielen Sie schon bald am Panzenberg Fußball. Gerade eben war er noch bei uns im Beitrag zu sehen, jetzt ist er uns zugeschaltet. Ich begrüße ganz herzlich Daniel Hörmann, schön, dass du bei uns bist. Moin, vielen Dank für die Einladung. Ja Daniel, das Portal FUMS ist ja eine Website, die Profisport mit einem Augenzwinkern begleitet. Wie ist denn die Idee dazu überhaupt entstanden? Genau, FUMS wurde vor 7 Jahren von Kurt Sauer gegründet. Damals fing alles an mit lustige oder einprägsame Zitate zu kacheln, also diese mal darzustellen auf so, was man heute ganz viel bei Instagram schon sieht, also aufgeschriebene Zitate. Das hat FUMS so mit als erstes eigentlich gemacht. Also so Klassiker irgendwie von Lothar Matthäus oder so einfach mal aufzuschreiben. Und daraus entstanden ist dann eine eigene Website, die das Skurrile, das Kuriose aus der Fußballwelt zusammenträgt und abbildet, genau. Wir haben ja mittlerweile schon gelernt, FUMS bedeutet Fußball macht Spaß. Mittlerweile habt ihr euer Repertoire auch auf Handball, nämlich Hams und Tennis, Thames, erweitert. Wie seid ihr denn so schnell gewachsen? Also es gibt einfach in unserem Umfeld ziemlich viele, die auch andere Sportbegeisterungen haben. Und da lag es einfach nahe, das auch auf andere Sportarten auszuweiten. Und ich glaube, das ist auch nicht das Ende. Ich glaube, da gibt es noch viele spannende Sportarten, wo auch sehr viel Skurriles passiert, was man auch zeigen könnte. Und ich glaube, da kommen noch ein paar Sportarten dazu demnächst. Kannst du uns mal digital so ein bisschen mit in eure Redaktion nehmen? Wie sieht die Idee aus? Also wie sieht der Weg aus von der Idee zum fertigen Posting? Ja, also alle schreiben eigentlich immer hin und her. Ich glaube, jeder Fußballfan ist in mindestens einer WhatsApp-Gruppe, wo skurrile Dinge aus der Fußballwelt hin und her geschickt werden. Und von diesen Gruppen haben wir sehr viele. Und dann entscheiden wir einfach, was ist Thema genug oder was finden wir witzig genug, um es halt darzustellen in einem eigenen Artikel, Beitrag, Instagram, Social Media Posting oder was auch immer. Da wird viel diskutiert natürlich. Und es geht eben auch nicht nur um witzige, skurrile Dinge, sondern auch um, ja, was sind Dinge, die man auf jeden Fall zeigen muss, die gerade so eine Aussagekraft oder Schlagkraft haben in der Fußballwelt, dass man die zeigen muss. Also es geht auch um gesellschaftlich wichtige Aussagen, die wir dann auch gerne kacheln oder in einem Beitrag bearbeiten. Du schlägst da einen tollen Bogen, Daniel, von Witzen zu gesellschaftlich relevanten Themen, nämlich soziale Projekte, die ihr unterstützt und auch in der Vergangenheit unterstützt habt. Was waren denn bisher so im Rückspiegel eure Highlights von den ganzen Projekten, die ihr gemacht habt? Also was ich ziemlich cool finde, ist die Spieltagsspende, die wir aktuell durchführen. Da geht es darum, dass wir an jedem Bundesligaspieltag 9 eher skurrile Thesen an den Spieltag stellen. Also das kann sein, dass irgendwie wir sagen, Pizarro schießt 4 Tore. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, in der Abwehr von VfL Wolfsburg sind mindestens 14 A's vertreten oder so. Also so ein bisschen verrückte Thesen an den Spieltag. Und immer wenn das eintrifft, spendet ein Partner an einen an immer wechselnden sozialen Partner, also an eine soziale Organisation, 100 Euro. Das machen wir jetzt, glaube ich, schon in der dritten Saison und das ist total super, weil wir da, weil der Partner jeden Spieltag wechselt, auch eine große Bandbreite an Organisationen unterstützen können. Das finden wir total gut. Ansonsten arbeiten wir sehr eng mit Viva Con Agua zusammen, kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Und eben jetzt durch den Verein FUMS United viel mit der lokalen Bremer Organisation. Bei FUMS United habt ihr die Moderatorin Annette Sattler und den Fußballprofi Oliver Hösing zum Beispiel mit im Boot. Wie seid ihr denn an solche Partner rangekommen? Gutes Netzwerk? Gutes Netzwerk bestimmt. Also über Jahre hat sich da auch schon einiges angesammelt. Da werden mit Sicherheit auch noch die eine oder andere Person dazukommen, die man dann auch mal bei FUMS United sehen kann später. Bei Olli Hüsing ist es zum Beispiel so, dass es einfach ein wahnsinnig sozialer Mensch ist, was auch gar nicht so in der Öffentlichkeit bisher wahrscheinlich stattgefunden hat. Auch in seiner Zeit bei Hansa Rostock war er schon sehr engagiert in einer Einrichtung für ältere Menschen zum Beispiel, wo er abseits von irgendwie Öffentlichkeit einmal die Woche hingegangen ist und da unterstützt hat, komplett ehrenamtlich. Und den haben wir, glaube ich, ganz schnell mit dieser Idee, ein größeres soziales Projekt auf die Beine zu stellen, begeistert. Und dann war er relativ schnell dabei und überzeugt. Ja, spannend. Bei FUMS United gibt es 3 Mannschaften. Eine Damen-, eine Herren- und eine Inklusionsmannschaft. Wie sehen die sportlichen Wege für die nächste Saison bei allen Mannschaften aus? Kannst du uns da ein bisschen aufgleisen?
Ja, wenn ich das wüsste. Also unsere Herren- und Damenmannschaft, die formiert sich gerade schon so langsam. Es ist ja so, dass wir im August, September dann wahrscheinlich mit beiden an den Start gehen, jeweils auch im richtigen Spielbetrieb im Bremer Fußballverband. Und unsere dritte Mannschaft ist ja eine inklusive Mannschaft, da geht es eher um Spaß. Also um Spaß geht es hoffentlich bei allen Mannschaften, aber da wird halt kein Wettkampf stattfinden in dem Sinne. Da werden dann auch inklusive Turniere am Wochenende mal stattfinden, aber ohne, dass da jetzt zwingend jeder jeden Sonntag im Trikot auf dem Platz stehen muss, sozusagen. Die trainieren aber auch einmal die Woche und treffen sich zusammen. Also wir haben keine riesigen sportlichen Ambitionen. Wir freuen uns über jeden Aufstieg und ärgern uns über jeden Abstieg, so wie das in einem Fußballverein, glaube ich, normal ist. Aber wir müssen jetzt auch nicht in 10 Jahren in der Bundesliga spielen. Also wir gehen das ganz, ganz gelassen an und hoffen, dass wir einfach mit diesem Verein viele, viele gute Dinge auf den Weg bringen können und nehmen gerne jeglichen sportlichen Erfolg, der nebenbei anfällt, mit. Und freuen uns auch über jede Person, die zu uns kommt, die gut spielt, aber steht nicht im Fokus. Ja, ich bin gespannt auf eurem sportlichen Werdegang. FUMS United, ein neuer Verein in Bremen, gegründet vom Portal FUMS, und wir freuen uns auf den weiteren Werdegang, beziehungsweise finden das klasse, dass ihr Fußball anbietet für alle und Integration lebt. Das ist klasse. Daniel, vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank für die Einladung. Die Nachrichten. Erfolgreiche Lizenzierung. Auch die Eisbären Bremerhaven bringt gute Nachrichten mit. Dem Team wurde die Lizenz für die Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro A ohne weitere Auflagen erteilt. Im Lizenzierungsverfahren mussten die Bremerhavener neben der sportlichen Qualifikation auch ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb nachweisen. Dies ist erfolgreich geschehen und die Lizenz wurde den Eisbären wie schon im Vorjahr ohne weitere Auflagen erteilt. Sommerzeit, Ferienzeit Teil 1. Nur noch wenige Tage bis zum Beginn der Sommerferien. Passend dazu hat der Kreissportbund Bremen-Nord sein Sommerferienprogramm veröffentlicht. Auf mehr als 40 Seiten gibt es Angebote von Sportvereinen, Besichtigungsmöglichkeiten und Mitmachaktionen. Alles Weitere findet man auf der Internetseite des KSB Bremen-Nord. Sommerzeit, Ferienzeit, Teil 2. Natürlich haben nicht nur die Menschen in Bremen-Nord die Möglichkeit, in den Sommerferien Spiel, Sport und Spaß zu erleben. Es gibt auch für alle anderen südlich der Lesum tolle Ideen zur Freizeitgestaltung. Der Kreissportbund Bremen-Stadt legt schon im 46. Jahr sein Sommerferienprogramm auf. Das Sommerferienprogramm ist in der Internetseite des KSB Bremen-Stadt zu finden. Man kennt sie als Mutter der Gymnastik. Sie war die langjährige Trainerin am RSG-Bundesstützpunkt in Bremen, Vizepräsidentin des Bremer Turnverbandes und von Bremen 1860, und die erste Adresse, wenn es in Bremen um die rhythmische Sportgymnastik geht. Nun hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass Gisela Drigala am 29. Juni 2021 nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben ist. Die RSG war ihr Lebenswerk, sagt Inge-Lore Rosenkötter, Bremens ehemalige Sportsenatorin und mehrjährige LSB-Präsidentin. Gisela Drigala wurde in Bremen geboren und wuchs in Peterswerda auf. Sie war zuerst Handballspielerin bei Werder Bremen. Als sie eine Sportart für ihre Kinder suchte, wurde sie durch eine Zeitungsannonce auf die neu gegründete Gymnastikabteilung beim BTV von 1877 aufmerksam. Dort erwarb sie ihre Übungsleiterlizenzen. Ihre überaus erfolgreiche Arbeit bei Bremen 1860 führte Anfang der 90er Jahre zur Gründung des RSG-Bundesstützpunktes. Gisela Drigala erhielt 2013 vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz am Bande und wurde bei der Bremer Sportlerwahl zur Trainerin des Jahres 2015 gekürt. Auch wir durften sie mehrmals als Gast in unserer Sendung begrüßen. Wir drücken ihrer Familie unsere Anteilnahme aus. Das Team von Bremer Sport TV wird Gisela Drigala immer in guter Erinnerung behalten. Soweit die Nachrichten. Das Sporthighlight der vergangenen Tage war das Lotto-Pokalfinale der Männer. Alle wissen, wer gewonnen hat. Der Bremer SV. Florian Dietrich und Frank Harris zeigen Ihnen die Emotionen rund um das Spiel.
Am 30. Juni war es um 21.23 Uhr amtlich, dass der Bremer SV den Lotto-Pokalsieg feiern und als Bremer Vertreter in den DFB-Pokal einziehen darf. Die Geschehnisse haben wir für Sie aufbereitet. Später gibt es die Stimmen der Akteure in aller Ausführlichkeit. Vier Spiele in 11 Tagen hatten beide Mannschaften auf dem Tacho, als in der Marco-Mock-Arena angepfiffen wurde. Dem Finale war wegen der Corona-Zwangspause ein Blitzturnier vorausgegangen. So wollte es die Mehrheit der Teams, die es im August 2020 in die zweite Runde geschafft hatten. Der Brinkumer SV in den blauen Trikots von links nach rechts, der Bremer SV in rot-weiß von rechts nach links. Zweite Spielminute, Alexander Arnold trifft Marvin Osei am Knöchel. Den anschließenden Freistoß tritt Can Ercan und Esin Demirkapi trifft den Ball nicht ganz optimal. Wenige Minuten später passt Lukas Mouchon den Ball nach außen auf Sebastian Kukovic. Der lässt Julius Ramig aussteigen und hat ein Auge für den Rückraum. Dort wartet Alexander Arnold, der Kapitän der Waller. Der schießt aber nur Demirkapi an. Spielerische Höhepunkte gab es wenige in der ersten Hälfte. Auch wenn es die Kamera tut, möchten wir Ihnen die gelbe Karte für das Foul von Marvin Osei gegen Sebastian Knietsch nicht vorenthalten. Die Mannschaft von Mike Gabel kam furios aus der Kabine. Nikolai Grebler schlägt einmal quer, Ramin Safi trotzdem Flieger von Panzenberg und Ole Bahr, der den verletzten Malte Seemann ersetzte, kann dieses Pfund gerade noch über die Latte lenken. Fast eine Stunde war mittlerweile gespielt. Mats Kaiser probiert es mit einer weiten Flanke. Sadrak Nankishi tupft mit dem Kopf. Arnold hält Füßchen hin und dann klingelt's. 59. Spielminute. Der Captain hat's gemacht und der Captain ist bescheiden. Also ich habe leichtes Spiel gehabt. Ich musste nur reinschieben. Dass ich da stehe, danke Fußballgott, dass ich genau dahin gelaufen bin. Aber sonst geht das ganz klar auf Zadraks Kappe. Der hat den Ball super da reingespielt. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Lars Göbel kommt zu forsch herausgelaufen. Arnold steht nicht im Abseits und dann steht es 1-0. Also natürlich, da muss ich dann vielleicht im Tor bleiben. Dann passiert das 1-0 nicht, muss ich so ehrlich sagen. Dann bleibt es beim 0-0. Wir haben das ganze Spiel noch offen. Kann ich mich nicht rausreden, aber geht weiter, passiert. Eine Viertelstunde später, der Bremer SV will wechseln. Vielleicht haben Sie es gerade gehört, Trainer Benjamin Ether will den Eckstoß seiner Mannschaft abwarten und die Geduld soll sich auszahlen. Ecke Kukovic, Kmitsch, 2-0. Wir schauen uns das nochmal genauer an, denn dieser Treffer hätte eigentlich nicht zählen dürfen. Achten Sie genau auf Kmitsch, der dreht sich und lenkt den Ball mit der Hand ins Tor. Demirkapi reklamiert, aber der Pfiff von Schiedsrichter Christoph Kluge blieb aus. Nach dem Tor wurde dann der angekündigte Wechsel vollzogen. Lamine Diop kam für Oscar Garcia ins Spiel. Und Diop ist ein Name, den sollte man sich merken. 2 Minuten vor Schluss. Ali Watney läuft alleine aufs Tor zu, legt ihn nochmal quer auf Diop. Deckel drauf. Dängste. Assistentin Jennifer Rehnert ist nicht ganz auf Höhe des Balls, hebt aber trotzdem die Fahne und entscheidet auf Abseits. Wir befinden uns in den letzten Zügen des Spiels. Die Brinkumer kommen nochmal vors Tor. Chaos im 16er. Demirkapi geht zu Boden und es gibt einen Elfmeter, den der Gefaulte selbst schießen wird. Esin Demirkapi gegen Ole Bahr. 0-2 aus Sicht der Brinkumer. Und da ist er, der Anschlusstreffer. Plötzlich steht es nur noch 1-2. Seid ihr nach dem Elfmeter nochmal nervös geworden? Nein, aber hey, das ist Pokal. Rein theoretisch kannst du ein Ding kassieren, aber wir wussten ganz genau, hey, es kommen lange Bälle, stell dich hinten rein. Fußball ist alles möglich, aber 2-3 Minuten ein bisschen die Ruhe bewahren. Eigentlich normalerweise darf der Elfer gar nicht kommen. Scheiß drauf, einfach gewonnen und jetzt feiern. Diese 2-3 Minuten Ruhe hatten sie noch im Tank und dann hieß es Vollgas. Einen erstaunlich gefassten Brinkumer Trainer hatten wir nach Abpfiff am Mikrofon. Was waren jetzt so deine ersten Worte direkt nach dem Abpfiff an die Mannschaft? Dass ich wahnsinnig stolz bin auf die Mannschaft tatsächlich.
und dass ich nächstes Jahr wiederkommen will und das Ding hier holen will. Weil das hat Bock gemacht, heute hier zu spielen. Und meine Mannschaft hat sich auch einen tollen Fight gemacht oder hat ja auch wahnsinnig toll gespielt. Und ich bin total zufrieden mit denen. Das Einzige, was man halt gemerkt hat, dass wir 8 Monate kein Training haben. Ich weiß nicht, ob ihr das ganze Spiel so gesehen habt. Die erste Viertelstunde, das ist unser Stil, wie wir Fußball spielen. Und wir schaffen das aber nach dieser 8-monatigen Pause und 5 Spiele in 11 Tagen schaffen wir das nicht, tatsächlich über 90 Minuten so durchzuspielen. Das schaffen, werden wir aber in der nächsten Saison schaffen. Und wenn wir fit sind und wenn wir eine ordentliche Vorbereitung haben. Was machen diese 5 Spiele in 11 Tagen mit deiner Mannschaft? Brutal kaputt, ne? Also muss man schon sagen, jeder von uns läuft, glaube ich, auf dem Zahnfleisch. Und wir werden jetzt auch wieder eine Pause machen, bevor wir in die neue Vorbereitung starten. Und ja, also die laufen wirklich absolut auf dem Zahnfleisch. Da hat keiner mehr irgendwie Power. Selbst ich nicht, muss ich sagen. Ich kann auch gut Urlaub jetzt gebrauchen. Erstmal eine 1,5 Wochen oder sowas. Und dann werden wir wieder neue starten mit neuer Energie. Und hoffentlich mit ganz, ganz großem Hunger jetzt erst recht wiederkommen. So geerdet und reflektiert nach einem verlorenen Finale. Chapeau, wir hören den Trainer des Bremer SV. Erste halbe Stunde hat mir gar nicht gefallen. Da war ich schon meinen Puls auf 180, bin aber ruhig geblieben, weil ich wusste, irgendwann kriegen wir die Kurve und die haben wir gekriegt. Ja. Und die Kurve haben wir gekriegt und ich denke auch hinten raus verdient gewonnen. Und ja, haben die Jungs sich verdient durch echt harte Arbeit. Wir haben jetzt die ganze Corona-Zeit durchtrainiert, immer wieder im Einzeltraining, sich gequält um 10 Uhr morgens auf den Samstag, auf den Sonntag. Ja, und jetzt haben wir uns belohnt. Wie habt ihr die Kurve gekriegt? Wie habt ihr das gemacht? Wir haben uns so Ende der ersten Halbzeit dann nochmal so ein bisschen mehr geordnet, nochmal ein bisschen mehr Ruhe reinbekommen und dann haben wir gerade in der Halbzeit nochmal Dinge angesprochen und dann sind wir auch so rausgekommen aus der Halbzeit, wie wir uns vorgestellt haben und das haben wir dann auf dem Platz gesehen. Das waren ja 5 Spiele in 13 Tagen, unfassbar eng getaktet. Was macht sowas mit deinem Team? Schweißt sie auf jeden Fall zusammen. Macht sie natürlich auch körperlich ein bisschen kaputt, aber jetzt haben sie bis zum 17. frei. Ich glaube, keine Mannschaft hat so lange frei. Aber das haben wir uns verdient, das gönnen wir uns. Und ja, siehst du, ja, das ist eine Einheit, wir haben Bock, egal die Spieler, die gehen, die nicht gespielt haben, alle miteinander. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Ich finde, wir waren gut drin. Kassieren dann unnötig und dumm das Gegentor, das 1-0. Dann das 2-0 ist halt ein Standardtor, wir müssen aufmachen. Ich finde, wir machen das gut. Kommen noch mal zu einer Torchance zum Elfmeter und machen das 2-1. Ich denke mal, wenn das Spiel noch ein bisschen länger geht, würden wir das 2-2 machen. Kann sein, dass wir das 3-1 kassieren. Keine Ahnung. Aber schwierig. Welche Dramaturgie hätte dieses Spiel für uns bereitgehalten, wenn es noch ein wenig länger gegangen wäre? Gedankenspiele, die Sie hier sicherlich wenig interessieren dürften. Sebastian Knietsch und seine Einschätzung zum Spiel, bitte. Was war heute ausschlaggebend? Ja, auf jeden Fall der Wille, die Bereitschaft nach so harter Zeit, in 13 Tagen, ich glaube 5 Spiele, das durchzukriegen. Also am Ende hat wirklich der Wille entschieden und der war bei uns größer. Und ja, deswegen haben wir den. Ist ein neuer Pokal, was meinst du, wie sieht der aus? Der macht auf jeden Fall mehr her als der alte. Also von daher hat der Bremer Fußballverband mal was springen lassen. Ja, also danke. Sieht ein bisschen nach Champions League aus. War ja. Auf dem Platz sah es jetzt nicht so aus, aber wir arbeiten dran. Arbeit haben sie tatsächlich noch vor sich beim Bremer SV, wenn sie gegen den Gegner der ersten Runde bestehen möchten. Wir machen einen Zeitsprung und nehmen sie mal mit in dem Moment, als das losgezogen wurde und die Mannschaft erfahren hat, gegen wen es gehen wird. Ja, auch wenn das Bild etwas verpixelt ist, Sie sehen richtig. Der Bremer SV wird am 6. August gegen den FC Bayern München spielen. Die Fußballparty steigt um 20.45 Uhr im Weserstadion. Das Spiel wird im Free TV live bei Sport1 übertragen. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt das, was viele von Ihnen vielleicht auch schon längst gemacht haben. Und zwar in die wohlverdiente Sommerpause gehen. Trotzdem lassen wir Sie im nächsten Monat nicht allein, denn wir haben jetzt schon die Sendung vorbereitet. Es wird einen Zusammenschnitt geben vom Feuerwerk der Turnkunst aus dem Jahr 2015 mit den besten Eindrücken. Und dann, im September, sind wir natürlich frisch gebräunt und mit frischer Energie wieder für Sie am Start mit den Sportnachrichten aus Bremen und Umgebung. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen tollen Sommer, genießen Sie das Wetter, bleiben Sie gesund und bis nächsten Monat. We'll be right back.
Bye.